Herzlich willkommen zurück zu Grow Song of the Evertree. Hallo Liebchen, heute findet ein Event statt. Pallas berichtet von einer Entdeckung. Ist das aufregend? Ich vermute mal, dass das irgendwas mit den Ruinen zu tun hat. Stadtzufriedenheit ist gleich geblieben. Ein neues Gebäude wurde gebaut, so rum. 4 Personen sind angekommen und 196 Miora wurde über Nacht produziert. Bei näherer Betrachtung scheint es dir wirklich gut zu gehen. Wirklich schön zu sehen. Okay, 10-mal geschlafen. Auch nochmal etwas, was wir aufheben können. Schlafen wie ein Murmeltier. Zack. 50 wäre dann das nächste, okay. So, dann haben wir noch was. Fell fürs Leben. Fellfreunde, nicht Fell. Kümmere dich um 10 Tierchen. Oh, 2 blauer Herrschaftshut. Das sah ja lustig aus. Okay, und dann um 100 Tierchen. Was ich blöd finde, das sind dann nochmal 100 obendrauf. Weil ich habe mich ja gerade schon um Tiere gekümmert. So, bester Bergarbeiter anscheinend. Vorteil Felsbrockenbecher. Erhöht die Wahrscheinlichkeit. Ich habe es nicht lesen können. Schade, aber irgendwas, dass wir wahrscheinlich bessere Sachen bekommen oder sowas, wenn wir was abbauen. Das wäre natürlich cool. Triff dich mit Pallas. Neue Quest. Kommt noch was? Nein, dann kann ich durch die Tür gehen. So, mal schauen, was wir heute alles machen können. Also, mit Kazumi können wir schon interagieren, was sehr seltsam ist irgendwie, weil normalerweise... Na, geh hoch. Normalerweise sitzt der ja gar nicht hier oben, wenn wir ankommen. Aber das nehmen wir natürlich jetzt erstmal positiv hin. Es sah jetzt irgendwie so aus, als ob der jetzt gerade an seinen Käfig gemacht hat. Aber egal. So, ein letztes Mal noch füttern. Weitere Selfie-Posen verfügbar. Das ist schön, da sind wir aber nicht drauf aus. Mal gucken, ob sich hier irgendetwas ändert, wenn wir ins Dorf gehen. Wahrscheinlich eher nicht. Moment, was möchtest du? Hallo? Ich will mit dir sprechen. Unser aller Liebling, Catherine, hat eine Dekoration umgetreten. Oha. Bestimmt aus Versehen. Wir sollten allerdings Ersatz besorgen. Damit meine ich, du sollst ihn besorgen. Okay. Oh, das ist fantastisch. Ich bin schon gespannt, was du mir bringen wirst. Eine Dekoration. Ja gut, davon ist natürlich jetzt nichts Dekoration. Oder was ist das hier? Nee, blauer Herrscherhut. Ach du Schande. Ja. Neue Quest, Dekoration für... Moment, wer will mit mir sprechen? Sie aber jetzt nicht, oder? Sieh nach, was Pallas entdeckt hat. Treff dich mit Pallas in den Ruinen außerhalb... Ah! Okay. Ja, da steht nur eine Dekoration für die Wiesenquartiere. Das könnte ich natürlich auch mal eben machen. Was nehmen wir denn da? Irgendwas, was nicht so viel kostet am besten. Das sind die Häuser, Dekorationen hier. Laternenmast, Statue. Eine Statue haben wir, glaube ich, noch nicht. Die könnten wir, ja, keine Ahnung, hier hin machen beispielsweise. Ich hoffe, die hat jetzt nicht so viel gekostet. Oh, die hat 50 gekostet. Ach du Schande. Das war doch ein bisschen viel. Okay, Ziel abgeschlossen. Das ist schon mal super. Können wir mit dir direkt wieder reden? Ah, Statuen. Statuen ist der perfekte Ersatz. Okay, gut, mit dem Deutsch hat sie es nicht so. Hoffentlich braucht Patrice diesmal ein paar mehr Tritte. Ja, die sollte sehr stabil sein. Bestimmt ist es immer nur aus Versehen, aber etwas Ruhe wäre mir trotzdem lieber. Immer. Aha. Okay. Gut, nehmen wir jetzt mal so hin. Wie war das jetzt? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht mehr. Wo? Achso, an den Ruinen. Das sind bestimmt hier die hier vorne, die wir weggemacht haben, oder? Sollen wir hier hin? Oder sollen wir zu
zu dieser anderen Stelle. Nee, hier ist einfach nur jetzt neuer Platz. Also hier hat sich jetzt gar nichts getan. Weil wir hier ja die Ruinen, ja, im Endeffekt beseitigt haben. Meint er denn jetzt hier die Höhle? Oder was meint er damit? Ich stehe hier gerade völlig auf dem Schlauch. Aber er scheint die Höhle zu meinen. Palas? Ah, er hat es endlich mal hingekriegt, die Brücke zu machen. Sehr schön. Ey, ich wollte dir gerade was klauen. Gameplayerin, du bist endlich da. Du weißt nicht, wie schmerzhaft es war, auf dich zu warten. Ja, scheint Kopfschmerzen zu haben. Ich war mehrere Male versucht, die Kiste zu öffnen. Ja, die wollte ich auch gerade öffnen, aber das durfte ich anscheinend nicht. Aber ich habe der Versuchung widerstanden. Ich wollte, dass du da bist, wenn ich sie öffne. Soll ich? Darf ich sie öffnen? Nein, von mir aus kann er es auch machen. Endlich! Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott! Was haben wir denn hier? Dieser Text? Ich kann ihn überhaupt nicht verstehen. Wie sieht es bei dir aus? Ja, natürlich. Keine Ahnung, ich sehe hier gar keinen Text. Nein? Natürlich kannst du es nicht. Warum kann es nie einfach sein? Warum kann es nie einfach sein? Nichts für ungut, Gameplayerin. Aber was wäre die Suche nach Wissen, wenn die Antworten so leicht wäre, oder? Ich gehe in die Bibliothek und sehe, ob ich diesen Text entziffern kann. Das wird eine Menge Nachforschungen benötigen, also werde ich länger bleiben, als ich anfangs geplant hatte. Könntest du mir helfen, eine bessere Unterkunft zu bekommen? Ich habe Beschwerden vom Gasthaus erhalten. Achso, das ist meine Bücherstapel. Angeblich eine Brandgefahr darstellen. Sie scheinen nicht zu verstehen, dass alle 137 Bände wichtige Bestandteile meiner Forschung sind. Manche Leute können die Geisteswissenschaften einfach nicht wertschätzen. Ah, wo war ich? Ja, ja, ja. Wir haben den Text gefunden. Tut mir leid, dass er nicht so aufschlussreich war, wie erhofft. Aber es gibt noch Hoffnung. Ab in die Bibliothek mit mir. Schau mal ab und zu vorbei, Gameplayerin. Hier oder in der Bibliothek? Gut, wir sollen ihnen auf jeden Fall eine neue Unterkunft. Weise Palas eine Bibliothek zu. Ja, super. Obwohl, wir hatten doch eine neue gebaut. Glaube ich. Und habe dann festgestellt, dass ich schon eine hatte. Oder hatte ich die jetzt noch gar nicht gebaut und ich wollte die nur bauen? Ich weiß es nicht mehr. Kann ich hier schon drücken? Ja, sehr schön. Bäckerei. Nee, ich habe anscheinend doch nur eine gehabt. Aber da ist schon ein Angestellter drin. Ach, ich wollte eine bauen, hatte aber nicht genug Geld dafür. Kann das sein? Beziehungsweise hier dieses Zeug dafür. Ja, wenn ich jetzt wüsste, wie das jetzt ist mit der Stufe hier. Ich sehe auch nirgendwo einen Hinweis darauf, wie ich die Stufe für meinem Dorf erhöhen kann. Gebäudelimit 2 von 3 steht da immer nur. Das Problem ist... Ach so! Ach, jedes... Ach, ich kann nur noch ein Haus, also ein kleines Haus bauen. Aber ich darf 3 Bibliotheken bauen. Das ist ja mal krass, okay. Okay, dann wollen wir mal gucken. Wir haben natürlich jetzt nicht mehr viel. Das ist das große Problem. Bibliothek brauchen wir jetzt auch wieder spezielle Essenzen für. Fürs kleine Haus haben wir zu wenig Geld wegen dem einen. Ja gut, das können wir noch holen. Das ist nicht das Problem. Aber was brauchen wir hier? Können wir uns das angucken? Stinkend und verträumt. Stinkend haben wir, verträumt haben wir nicht. Komme ich hier wieder raus? Ja. Jetzt muss ich mal gucken. Moment, wo muss ich jetzt hin? Darum, ne? Hier ist der Eingang. Verträumt brauchen wir. Die Frage ist jetzt... Nee, ist nicht der Eingang. Ach, wir springen einfach so hier runter. Das geht auch. So. Mal gucken, haben wir denn irgendwas, wodurch wir verträumt bekommen? Oh, wie ärgerlich.
Ich glaube, diese Berechnungen sind falsch. Ich weiß nicht, welche Berechnungen, aber egal. Ach so, was ist jetzt verträumt? Wie sieht das aus? Ich sehe es gerade. Ach so, hier. Okay, das ist dieser... Ne, hier haben wir jetzt auch gar nichts, was wir... Wir haben gar nichts, was wir jetzt hier irgendwie... Nein, jetzt habe ich den... Oh, jetzt habe ich den schon kaputt gemacht. Ich wollte es doch gar nicht kaputt machen. Ich wollte mir den noch vorher angucken. Mist, Mist, Mist. Da ist es auch nicht bei. Das ist aber nicht gut. Also, das kriegen wir anscheinend nicht hin, indem wir Sachen... Ich kann nicht mehr laufen heute irgendwie. Ich würde ja sagen, ich habe zu viel gesoffen, aber ich habe ja nichts getrunken. Wir schauen mal im Baum nach. So, da das natürlich zu langweilig ist, wenn... Da hinten ist, glaube ich, dann ein neuer Bereich gewesen, ne? Wenn ihr jetzt hier wieder alles angucken müsst, was ich jetzt hier so durchsuche, werde ich sagen, dass ich das dann mal eben rausschneide. Und wenn ich irgendwas, ja, gefunden habe, bekommen habe, wie auch immer, was ich so... Oh, ich kenne die ganzen Tasten gar nicht mehr hier. Moment. Warum kann ich das mit 1... Ach so, ich muss E drücken. Ach, ich bin auch doof. Wenn ich irgendwas kriegen sollte oder irgendwas Gutes dabei rausgekommen ist oder so, dann werde ich euch nochmal hinzuschalten. Bis gleich. Oh mein Gott, was für einen Fortschritt du hier gemacht hast. Du hast wundervolle Arbeit geleistet, Gameplayerin. Dank dir ist dieses kleine Gartenparadies wirklich groß geworden und ich denke, dass es bald erblühen wird. Die Immerweltblüte, laut den alten Büchern. Wenn ich bitten dürfte. Laut den Büchern, die sich in der Blüte ihrer Jahre befinden, verstreut ein Immerbaum, wenn er seine große, volle Größe erreicht hat und blüht, alchemistische Essenzen, eine Art Pollen, quer durch die Weiten des Weltraums. Sie treiben durch den Kosmos auf den Winden des Miura, bevor sie an kosmischen Firmament Wurzeln schlagen. Und nach einiger Zeit keimen aus ihnen brandneue Wesen. Natürlich existierte das letzte Mal, als das geschah, die Dürre nicht, und das Lied umgab uns noch. Jetzt bist du unsere einzige Quelle des Lieds, Lehrling. Aber vielleicht, vielleicht bist du alles, was wir brauchen. Sing, Gameplayerin, lass das Lied des Myra im Geäst des Immerbaums erklingen. Lass deine Stimme die Rückkehr der Wunder ins Universum verkünden. Oh. Ja, und wie ihr schon bemerkt habt, wir sind soweit fertig. Ich sammle aber noch schnell was ein, was ich eben nicht machen konnte. Das ist jetzt alles hier. Okay, dann singe ich. Aber sing dem Weltensamen was vor. Das heißt jetzt, was genau? Wo muss ich denn da hin? Moment. Ach so, das ist jetzt das, was ich abholen konnte. Ja, toll. Das wollte ich jetzt eigentlich gerade nicht. Oh, erhöht die Geschwindigkeit der Gießkanne. Das hätte ich vielleicht vorher abholen sollen. Ja, sing dem Weltensamen etwas vor. Die haben doch eben sowas hier gezeigt. Ist das denn das, wo wir reingekommen sind, eventuell der Teil? Das könnte sein. Der wäre dann da hinten, oder? Hi. Nee, Moment. Och, hier ist ein kleiner Fischteich, sehe ich gerade. Den habe ich noch gar nicht entdeckt. Jetzt bin ich etwas orientierungslos, beziehungsweise, ja, ich verstehe jetzt gerade nicht. Nee, hier vorne ist das. Ach, da leuchtet es auch gerade. Ha. Okay. Ich dachte jetzt nicht, dass ich so weit gelaufen bin, aber okay.
Dann singe ich jetzt. Unglaublich. Siehst du das? Die vielen Farben, Kind. Also dann, was kommt als nächstes? Als nächstes würde ich sagen, sammle ich erstmal die Sachen hier auf. So. Und werde meine Herausforderungen hier abschließen. Sing dem Weltensamen etwas vor. Oh, 300 Myra, sehr schön. So, dann die Welt. Wo haben wir dich? Da, mein erster Weltensamen. Okay. Da haben wir jetzt ein paar Sachen für bekommen. Vorteil Auftaktdistanz. Okay. Und eine Blaupause habe ich bekommen. Zeig her, zeig her, zeig her. Wo? Getreidemühle. Aus Windkraft wird in der Mühle Mahlkraft für die Bäckerei. Oh, wie geil. Was wiederum gleichzeitig auch blöd ist, weil ich glaube, ich habe keinen Platz in der Nähe der Bäckerei. Aber gut, da müssen wir dann gleich mal gucken. Jetzt habe ich hier auch kein richtiges Ziel mehr, aber ich kann jetzt erstmal den Weltenbaum verlassen. Vom Bauernhof auf den Teller, okay. Kleine Produktionsverstärkung. Kommt da noch was, was ich mir jetzt hier angucken kann? Oh ja. Kristallisiertes Miora. Goldschlüssel. Vertriebsleiter. Das war's? Dürfen wir jetzt gehen? Okay, der einzige Nachteil ist, dass der Tag jetzt so schnell schon vorbei ist, weil ich hier unheimlich viel zu tun hatte. Ich hoffe, wir können trotzdem noch ein bisschen was machen. Ich habe jetzt natürlich leider... Achso, das war der Festtagsplatz. Ich habe jetzt leider so nichts mehr dazu bekommen, außer Miora. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Ich musste jetzt nochmal eine neue Bibliothek bauen für den, ne? Weil anders geht's ja leider nicht. Achso, nee, das ging ja nicht. Aber ich muss noch ein Haus bauen. Das kann ich. Und ich brauche... Trocken und weich. Habe ich beides nicht. Ja, ist natürlich geil. Oh Mann. Das ist ja gut. Große Häuser haben wir nicht. Okay, also erstmal ein kleines Haus können wir auf jeden Fall noch machen. Nach Möglichkeit natürlich in der Nähe der Bäckerei. Die Bäckerei ist eigentlich so, dass wir die hier unten recht gut hinstellen können. Das Problem ist natürlich, dass wir die nicht... Ich würde eigentlich lieber... Also ich hoffe jetzt, dass das mit der Bäckerei... Kann man das hier irgendwie sehen? Das ist ungefähr doppelt so breit. Das jetzt hier hin macht, dann werde ich es wahrscheinlich wesentlich höher machen müssen. Das ist dann auch doppelt so breit nach oben. Also sprich bis hier ungefähr. Ich weiß nicht, ob das hinhaut. Oh je, oh je, oh je. Also ich versuche es mal so zu machen, dass noch genug Platz da ist. Dass dann auf jeden Fall das gebaut ist. Wie viele Dekorationen? Das sind doch die Dekorationen hier oben, nehme ich mal an, oder? Das könnte zumindest sein, weil da haben wir wahrscheinlich nicht so viele von. Ich habe nämlich ein paar schöne Sachen. Ich habe nochmal ein Gartenpavillon. Ranggitter. Ein Vogelbad zum Beispiel. Das könnten wir... Kann man das hier? Nee, da kann man es nicht reinstellen. Das könnten wir hier reinstellen. So. Oh, hat doch noch 20 gekostet. Ach so, hier unten steht es ja auch. Ach ja, wenn man vorher gucken könnte. Okay. Sehr schön. Da der Tag aber jetzt auch leider so gut wie zu Ende ist, würde ich sagen, beende ich den dann auch wirklich hiermit. Ist hier eigentlich auch Fische? Ne, hier ist gar nichts dran, ne? Ja. Ich gucke hier nochmal eben kurz. Weise. Ach so, ja, das Haus zuweisen kann ich. Noch nicht. Oh, habe ich das jetzt schon gemacht? Moment, hier steht ein Ausrufezeichen. Die Bibliothek muss ich noch bauen. Das wird natürlich kompliziert. Ein Bad haben wir noch nicht.
Und ein T-Shirt haben wir noch nicht. Ja, können wir leider nicht allzu viel machen. Müssen wir den Tag hier erstmal tatsächlich beenden. Finde ich immer doof. Aber gut, der Tag ist ja auch schon so gut wie beendet. Hat sich der Tag nicht wunderbar entwickelt? Ja, doch, am Ende schon. So, dann nehmen wir die... Ach so. Ah, okay. Das haben wir eben bekommen, wenn ich das richtig sehe. Hier haben wir natürlich nichts von dem dabei, was wir brauchen. Das ist schlecht. Hier ist auch nichts davon drin. Da lassen wir mal 5 von drin. Tropfen, na, die bekommt man zu selten, ne? Wenn ich da draufklicke, zeigt er mir auch nicht an, wo es her ist. Nee. Tja. Das ist blöd. Wie, das war zu erwarten? Achso, dass wir das da rausbekommen wahrscheinlich. Ja, dann würde ich sagen, muss ich wohl oder übel nochmal was einfordern. Eine Tapete. Ich weiß immer noch nicht, wofür die Tapete ist, aber egal. Ich glaube, die ist aber für drinnen, für die Häuser, die man baut, ne? Habe ich die, meine ich, mal gesehen. Ja, dann kann ich leider nichts anderes mehr machen, als den Tag für heute erstmal zu beenden. Und ich hoffe, dass es dann trotzdem am nächsten Tag, also in der nächsten Folge, weitergeht. Dass wir dann eine neue Aufgabe haben oder irgendwas. Weil, ja, es wird irgendwie unheimlich schwer, diese Essenz zu bekommen, habe ich so das Gefühl. Dieses Verträumte. Und da ich meine Stadt auch nicht verbessern kann, ist das immer so ein bisschen, zwiegespalten jetzt bei mir. Ich weiß nämlich nicht, wann Stufe 2 kommt. Ich weiß nicht, wann Stufe 3 kommt. Ja, mal sehen. Okay, dann bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.